Hallo meine Lieben, willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir haben uns gedacht, dass es diesmal keinen Wochenvlog geben wird, weil diese Woche so viel los ist, das würden wir gar nicht in einen Wochenvlog reinbekommen. Ich sag's euch, diese Woche hat es echt in sich, weil unter anderem auch die Welpen geimpft werden, also ihre erste Welpenimpfung bekommen und auch wegkommen, also sie werden geholt. Und ja, wir haben auch so einiges vor, deswegen jetzt ein 2-Tages-Vlog oder 3 Tage. Wir mal schauen, wie wir so, was wir so tun und machen. Auf jeden Fall, heute ist Montag und wir frühstücken gerade, wie ihr sehen könnt. Wir haben die Kinder weggebracht in den Kindergarten und Schule. Also die Kinder, Schulkinder gehen schon selber, die Kindergartenkinder haben der Papa gefahren. Wir sind seit ca. 6 Uhr irgendwas wach. Hunde sind Gassi, die Welpen sind schon gefüttert, also bei uns geht es immer ziemlich zack zack los. Genau. Das passiert am meisten alles in der Früh. Genau, da ist leider nie so wirklich Zeit, die Kamera in die Hand zu nehmen, aber sicher auch mal interessant. Vielleicht könnten wir machen, vielleicht schnappt ihr mir die Woche mal die Kamera in der Früh und dann zeige ich euch, was eigentlich bei uns in der Früh abgeht. Ja, aber das ist jetzt eh nicht mehr so lang, weil die Welpen dann ja wegkommen, aber wir haben trotzdem ja noch was zwei. Was abgegangen ist. Ja. Der Papa hat auch schon angefangen, einen Vlog zu schneiden für heute und ich muss einiges am Computer abarbeiten. Viele so Office-Sachen wie zum Beispiel Rechnungen, an E-Mail schreiben, Kunden, also Kontakt. Und ich muss heute nochmal testen gehen, weil ich habe heute Elternabend im Kindergarten und da gilt die 3G-Regel. Genau. Genesen, geimpft oder... Geh nach Hause. Getestet. Deswegen muss ich heute mal testen gehen. Ah, stimmt. Und am Sonntag haben wir auch unsere erste... Was? Corona-Impfung. Meine Fresse. Oh mein Gott. Ja, ich glaube, dieses Thema ist sehr umstritten. Wir wollen darüber gar kein Teefass aufmachen. Es kann jeder machen, was er will. Jeder kann machen, also ob er will oder nicht. Das Thema wollen wir gar nicht jetzt hier aufgreifen, aber ich wollte es nochmal gesagt haben. Ja. Gut, der Kleine ist hier bei uns, ich zeige ihn euch. Schaut mal, hier ist die kleine Mausi. Das Spielzeug tiefer. Seht ihr ihn nicht mehr. Aber er braucht sein Spielzeug. So, meine Lieben, wir sind jetzt fertig mit Frühstücken und ich sehe gerade, also wie ihr das seht, aber ich habe mir nicht gut, oder besser gesagt, nicht gut, ja, diesen, wie heißt denn das, Trockenspray rausgebürstet. Oder rausgeklopft, wie auch immer. Ich darf nämlich eine ganze Woche lang die Haare waschen, wegen meinen Augenbrauen. Und da habe ich mir gedacht, das muss ich aushalten. Ich habe gesagt, du kannst es machen, aber du musst sehr vorsichtig sein. Oder du nutzt Trockenspray. Und wie man sieht, habe ich ja, mich zur grau-weißen Omi gesprayt. Schaut auf jeden Fall ein bisschen komisch aus. Vielleicht fällt es aber nicht so auf. Egal, wir werden auf jeden Fall gleich losfahren zum Testen. Ich muss mich ja heute testen, habe ich euch gesagt, wegen dem Elternabend im Kindergarten im September. Konnte ja leider wegen Lockdown, dies, das, keiner stattfinden. Und deswegen haben die gesagt, dass wir das jetzt nachholen. Quasi so ein Abschlusselternabend, um so ein bisschen das ganze Revue zu passieren zu lassen und ein bisschen zu besprechen, was da alles so war im Kindergarten und so weiter. Ja. Auf jeden Fall testen. Und nochmal gleich, bevor wir aber losfahren, werde ich meinen Staubsaugerroboter von Ecovax, der heißt D-Boot N8, einschalten. Der ist super toll. Seht ihr, der hat sogar so eine automatische Abladestation. Richtig toll. Das heißt, man muss nicht mal mit diesem Behälter jetzt den ausleeren und so weiter, sondern er macht das schon automatisch. Das ist richtig, richtig toll. Ich zeige euch den. Ich nehme euch da gleich und zeige euch den ein bisschen genauer. Also, so schaut der aus. Richtig stylisch, richtig cool. Ecovax ist das Logo. Hier nochmal. Und hier, das ist ja diese automatische Absaugstation, was ich hier gerade gesagt habe. Da drinnen ist ein Staubsaugerbeutel. Da seht ihr schon unseren Dreck drinnen, der hier schon eingesaugt wurde. Man muss das tatsächlich, man kann es bis zu 30 Tage drinnen lassen. Also es kommt natürlich darauf an, wie groß die Wohnung oder das Haus ist. Aber sollte bis zu 30 Tage auf jeden Fall aushalten, also bis ihr den wechseln müsst. Das ist ein Einwegbeutel, den schmeißt man danach weg. Und ja, finde ich richtig toll, dass das quasi integriert ist. Das ist der Staubsaugerroboter. Der ist hier gerade auch zum Laden. Das ist nämlich auch eine Ladestation natürlich. Ich werde ihn mal kurz runternehmen, damit ich ihn euch auch von allen Seiten zeigen kann.
So, so schaut der aus. Hier kann man den auch öffnen. Da könnt ihr sehen, hier sammelt sich dann der Dreck. Hier einschalten. Man kann ihn super, super leicht konfigurieren. Also ich habe das innerhalb ein paar Minuten mit der App, zeige ich euch gleich. Hier, das ist die App. Meiner heißt Staubi. Da kann man auch wirklich super Sachen sehen, wie zum Beispiel, wie viel Prozent er aktuell hat. Man kann ihn auch gleich starten. Man kann ihn auch einplanen, also quasi von welcher bis welcher Uhrzeit er saugen soll. Perfekt, wenn ihr sagt, ja, ich bin gerade arbeiten und dann möchte ich, dass er saugt. Also richtig, richtig toll. Dann gibt es hier so einen Pinsel, schaut mal, zum Reinigen. Voll, voll toll. Ja, und schaut mal, hier kann man das auch selber rausnehmen. Also falls ihr das mal zum Beispiel waschen wollt, kann man das so rausziehen. Ja, also da kommt ja der Staub rein und von dem raus saugt es sich dann da rein. Das zeige ich euch dann nachher. Auf jeden Fall richtig praktisch. Man kann ihn ja, wie gesagt, auch mal auswaschen. Man muss ihn auf jeden Fall dann gut trocknen lassen. Und so klemmt man das wieder rein. Und man kann mit dem Staubsauger auch gleichzeitig wischen. Schaut mal, hier drin, ich drehe mal kurz um. Ein Teppich. So, hier seht ihr ein bisschen Staub von uns. Aber ist ja normal, wenn eine Verwendung ist, dann ist auch ein bisschen Staub dran. Ja, also hier ist der Wasserbehälter, den zeige ich euch auch gleich. Das sind auf jeden Fall die Seitenbürsten. Hier hat er dann auch diese Räder. Wie ihr sehen könnt, da kann er auch über Hindernisse drüber schwappen. Und ich drehe ihn mal kurz wieder um und zeige euch auch mal diesen Wasserbehälter. Den könnt ihr dann so reinfüllen mit Wasser. Und dann kann er auch gleichzeitig wischen. Dabei gibt es dann noch so Sachen wie zum Beispiel so Einwegtücher, Mikrofasertücher. Die schauen so aus. Schaut mal. Die könnt ihr dann hier da drauf klemmen. Das ist nämlich zum Wischen wichtig. Das kann man auch abmachen. Also wenn nachdem es gewischt ist und das schmutzig ist, könnt ihr das abmachen. Das ist hier mit so einem Klettverschluss. Ihr könnt das natürlich auch bedenkenfrei in die Waschmaschine geben. Und ja, das ist nochmal ein Ersatz. Staubsaugerbeutel ist nochmal mit an bei. Das ist auf jeden Fall das ganze Zubehör, was noch extra ist. Ich zeige ihn euch auf jeden Fall auch gleich mal in Action. Ich würde sagen, ich sage Autoreinigung. Er kann auch super toll auf Teppichen saugen. Da merkt man richtig, dass er da eine richtig gute Power hat. Und er kann auch wirklich auf den Teppich... Hört ihr das? Er kennt auch sofort die Hindernisse. Ihr habt gesehen, er ist zur Ecke so ganz sanft rangefahren und nicht mit voller Wucht, sondern er macht das wirklich ganz feinfühlig und sensibel. Und er geht da wirklich so super genau ran. Also ich finde den richtig toll. Und er kommt auch super wegen seinen tollen Rädern über diese kleine Erhebung hier bei uns. Die Goldi muss ein bisschen weg, oder? Ich liebe es ja auch, der kommt so unter die Möbel ran. Und ich kann damit auch unter Möbel ran saugen, wo ich jetzt mit Staubsauger eher schwieriger rankomme. Das ist auch super praktisch. Ich werde ihn jetzt auf jeden Fall zurückschicken zur Ladestation und zeige euch mal auch, wie er sich dann absaugt. Ich finde das Geräusch ist einfach mega cool. Also da kann man wirklich hören, wie er wirklich mit voller Power sich selbst einfach sauber macht. Wenn das nicht mal mega, mega cool ist, ja, der macht hier den ganzen Staub vom Boden weg, dann fährt er zur Ladestation und dann macht er sich noch selber sauber quasi. Also wenn das nicht eine mega Erleichterung ist im Alltag, egal ob man jetzt eine Mama ist, die viel zu tun hat, die arbeiten ist, oder ein Papa ist, der viel zu tun hat, arbeiten ist und gar keinen Bock hat, jetzt immer jeden Tag herumzusaugen. Auf jeden Fall ist er ein richtiges Zeitersparnis im Alltag und ja,
Falls euch der Ecovax auch interessiert, dann schaut bitte unbedingt in der Infobox vorbei. Dort habe ich ihn euch verlinkt und alle Details stehen auf jeden Fall unten in der Infobox. Schaut euch den auf jeden Fall mal an. Er ist wirklich ein Schätzchen für uns, für unseren Alltag, für unseren Haushalt. Nicht mehr wegzudenken. Ich überlege auch die ganze Zeit, ob ich vielleicht für die Tante von meinem Mann einen hole, damit es für sie auch eine Erleichterung ist. Die ist nämlich ein bisschen so, die hat so Rheuma, die kann nicht mehr so gut greifen. Und ich glaube, für sie ist Staubsaugen auch schon ein Kraftakt. Da wäre gerade auch so ein Staubsauger ideal für ältere Ladies oder Herrschaften. Also ich finde es super praktisch und super, ja, braucht man halt heutzutage. Und ja, wie gesagt, schaut unten in die Infobox und wir fahren jetzt auf jeden Fall mal testen. Den Staubsauger werde ich natürlich wieder laufen lassen. Das war jetzt nur, damit ihr das mal seht, wie sich der ja automatisch absaugt von selbst. Richtig nice. Bye bye Staubi. Bye bye Goldi. Wir kommen gleich wieder. So. So, jetzt sind wir im Auto, jetzt fahren wir gleich los. Ich habe mir auf jeden Fall auch meinen Laptop mitgenommen, weil ich ein bisschen arbeiten möchte, während wir Auto fahren. Da kann ich ein bisschen E-Mails schreiben, weil der Kleine hinten schläft, da muss ich ihn nicht halten und bin so ein bisschen freier. Und ja, wir gehen auf jeden Fall jetzt schnell testen und dann gleich wieder nach Hause. Wir haben jetzt Urlaub gebucht. Oh mein Gott. Wir sind so happy, wir haben so eine Vorfreude. Die habe ich gerade jetzt hier erledigt am Laptop. Und wir wollten die Freude mit euch teilen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, weil letztes Jahr sind wir halt nicht in den Urlaub gefahren. Ja, wegen, ihr wisst schon, Schwester Corinna. Corinna? Corinna, ja. Schwester Corinna. Und ich war ja auch schwanger und mir war ja immer schlecht. Das war so zusätzlich, wo wir gesagt haben, nee, ist egal, bleiben wir zu Hause. Und umso mehr freuen wir uns. Und wir fahren wieder mal was woanders hin. Wir sind immer Alba Adriatica gefahren. Die Leute, die uns schon länger folgen, die kennen vielleicht die Urlaubsvlogs und wir sind jetzt wirklich immer dorthin gefahren. Es war wirklich sehr, sehr schön und es ist auch jetzt ungefähr in derselben Gegend. Hier haben wir schon mal Urlaub gemacht in dieser Station. Das ist auch Italien, ist auch eher tiefer unten. Ist aber eine Stunde, nicht nein, also zwei Stunden näher quasi. Also wir fahren nicht mehr 11 Stunden, sondern nur mehr 9 Stunden. Und da waren wir damals, als die Lara ein kleines Babys war. Da habe ich erst mit dem Vloggen begonnen, habe aber noch nicht gefilmt beim Urlaub. Also da habe ich die Kamera nicht dabei gehabt. Also wir waren eine super, super schöne, wie sagt man, eine Gegend, weil es ist perfekt für kleine Kinder, weil da die Hotels oder die Apartments direkt am Strand sind. Das heißt, man geht ein bisschen über die Promenade und dann ist man schon am Strand und muss nicht viel gehen. Das ist super praktisch. Ja, direkt am Strand, also du gehst. Ja, und man geht über die Promenade wahrscheinlich. Nein, nein. Direkt auf der Sandseite. Ja, bin auf jeden Fall gespannt. Wir haben ein ganzes Apartment gebucht für uns und wir haben auch eine, also vom Tierschutzverein, wo wir die Goldi damals herkommen, da haben wir eine Tierpension gefunden und da werden wir die Hunde hinbringen. Die freut sich auf jeden Fall auch schon auf die Goldi, weil sie kennt die Goldi. Sie sagt, ah, ich sehe Goldis Babys. Weil die Welpen werden ja schon 13, 14 Wochen alt sein, wenn wir in den Urlaub fahren. Und die Sophie und die Emmy, die kommen alle dorthin. Die haben ein eigenes Apartment. Auch so ein. Ja, der fährt alle zusammen? Ja, war cool, oder? Ich freue mich so. Ja, gut. Hätten wir das auch gemacht. Fahrt ihr dieses Jahr in den Urlaub? Schreibt es mal unten in die Kommentare, würde mich interessieren. Ja, wie macht ihr das? Wir sind wieder zurück vom Testen. Ich habe auch schon mein Ergebnis bekommen, bin negativ. Und ich bin jetzt gerade am Mittagessen kochen für uns, also für mich und Papa und für Patrick und Michelle. Die Lara und die Luisa haben im Kindergarten schon gegessen. Die haben wir jetzt auch nämlich vorhin gleich abgeholt. Und die haben jetzt sich ein Eis gegönnt. Der Papa schneidet am Video weiter und ich muss, wie gesagt, kochen. Ich habe hier Hühnerfleisch für eine Hühnersuppe schon in den Topf gegeben zum Kochen. Und für mich und Papa mache ich einen Brokkolisalat aus dem Thermomix. Der ist so lecker, sage ich euch. Das ist wirklich das Rezept, das mich wirklich umgehauen hat. Ich hätte nie gedacht, dass das so lecker schmeckt, aber tatsächlich super yummy. Magst du auch Brokkolisalat? Okay, du magst doch Brokkoli. Ich mag kein Brokkoli. Hat dein Eis geschmeckt? Ja, ich habe auch den Kindergarten gegessen. Du musst deinen Mund waschen, du hast lautes. Ich habe auch keinen Hunger mehr, weiß ich. So, auf jeden Fall, ich werde jetzt kochen. Wie gesagt, Hühnersuppe, Brokkolisalat und das Huhn hole ich dann raus
und das brate ich dann an und mache noch ein bisschen Reis. Ja, deswegen Hühnersüppchen und dann gibt es noch Hühnerfleisch mit Reis gebacken, gekocht. Kann ich mal reden. Egal. Ich würde mal sagen, ich fange mal hier mit meinem Brokkolisalat an. Schaut der beliebte Brokkolisalat aus dem Thermomix aus. Ich sag's euch, wenn ihr den noch nicht probiert habt, oh mein Gott, der ist so lecker, unbedingt ausprobieren. Ganz, ganz große Brokkolisalat-Liebe. Ja, und den werde ich jetzt servieren für mich und den Papa. Währenddessen kocht hier noch weiter das Hühnchen und ja. Ich habe mich jetzt kurz in den Garten gechillt mit meinen Flauschkugeln. Schaut mal, eine Flauschkugel, das ist die Jessie. Gott, Jessie, du bist ein Jessie-Bärchen. Dann ist hier Louis, die Knutti-Maus. Da kennst du ja gar nichts mehr, wo was. Hier ist noch ein kleiner Ingo. Ja, hier ist unsere Bella. Hallo Bella. Bella? Sophie und Emmy sind natürlich auch hier am Start. Hinter mir ist Lima. Ja. Was machen die hier? Hey, Lima! Lima, au, au! Au, au, au! Die Michelle beginnt auch von der Schule zurück und sie hält den Kleinen kurz. Dann werde ich hier gebissen von Peppa. Au! Peppa, sag ich schon. Sophie und Emmy. Was ist da los? Die Bella liebt bei denen sein. Ja, die Bella liebt die Sophie und die Emmy. Guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zum nächsten Tag. Heute ist Dienstag und ich habe den Morgen damit verbracht, eine Story zu drehen. Papa ist hier am Handy beschäftigt. Ich habe eine Story gedreht für eine Kooperation, die ich auf Instagram habe. Und der Papa ist hier mit den Kleinen dabei, kurz in den Garten gegangen. Oh nein, ich habe weißes T-Shirt an. Oh mein Baby. Alle wollen gleichzeitig kuscheln. Bin ich schon dreckig auf meinem T-Shirt? Noch nicht. Doch, ja. Oh nein. Bisschen hier am Ärmel. Ja, so ist das Leben mit Welpen. Morgen gehen wir dann mit ihnen zum Arzt, kriegen erst Welpenimpfung und bin traurig. Am Sonntag kommen sie weg. Nicht alle, aber die meisten. Am Montag kommt dann noch eine junge Frau, sich ihren Welpen zu holen, und am Freitag dann da drauf kommt dann noch eine Familie ihren Welpen auszuholen. Bist du traurig? Das schaut blöd aus. Nein, der will nicht traurig. Bist du traurig, Papi? Nein. Der Papa ist traurig. Nein, aber traurig. Bist du traurig? Der Papa sagt immer nein, aber er ist. Ich glaube, wir werden. Den liebe ich am meisten. Ich glaube, wir werden Rotz und Wasser weinen. Oder? Mal schauen, vielleicht nicht. Ja, genau, sagt der Mann, der zu. Ich muss mal Stärke zeigen. Aber sie kommen alle in ganz liebe Plätze, deswegen. Schon mal wenigstens was Positives. Genau, das würde dann der, den am meisten geliebt hat. Du hast den am meisten geliebt? Oh, hallo, mein Hüschen. Hallo, mein kleiner Hüschen. Oh, Und ja, wenn du auch. Oh,
kleine Willi. Hi. Hi. Ich und der Papa werden jetzt unseren Kaffee trinken. Und ich muss den Kleinen kurz stillen. Tschüss, es kommt hier zu seinen Zeckennägeln. Zu sie kauen, schon zu lang. Ja, deswegen, wir melden uns gleich. Gebt euch das mal bitte. Diese großen Hunde einfach in der Goldi zieht sie trinken. Goldi, du bist so eine tapfere Maus. Und diese Geräusche. Goldi, was machen die da bei dir? Oh, du Mama, du beste Mama. Bist du die beste Mama? Die beste Mama? Mein kleiner Welpe ist auch hier eingeschlafen und ich habe mich jetzt nachher gesetzt und werde ein bisschen was am Laptop abarbeiten. Der Papa ist gerade beim Auto und macht das gerade sauber. Und ich muss leise sein und die Zeit nutzen, um ein bisschen zu arbeiten. Höre ich doch wen kommen, glaube ich. Wer kommt denn da? Luisi! Ja. Komm schnell zu mir! Luisa wird von allen Welpen gleich umzingelt. Komm schnell! Schnell, Hoppi! Hoppi! Oder lass schnell! Alle hinterher! Die Luisa hat sich in die Schaukel geworfen. Nein, 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 nein. Hey, Baby war. Bist du wach? Bist du wach geworden? Hast du gut geschlafen? Luisa, hast du mir die Lucy gebracht? Die Lucy, die kleine Maus. Lucy, erzähl mal, Luisa, wie war es im Kindergarten? Komm hier mal. Oh, so viel dazu. Danke für das nette Gespräch. Ich bin jetzt in der Küche. Ich habe mir vorhin einen Couscous-Salat gemacht. Ich zeige ihn euch. Das ist er. Das ist so das Restchen, was übergeblieben ist. Der Papa hat schon gegessen. Der ist gerade mega beschäftigt. Der macht Mama, wie sieht das Babylätzchen aus? Wie ein Babylätzchen. Danke für dieses hübsche Gesicht. Magst du nochmal zeigen? Nee. Schau doch mal da oben. Auf jeden Fall Babylätzchen, weil wir heute den ersten Brei für den Piepsi machen. Ich weiß nicht. Michelle, ganz oben. Babylätzchen. Das ist gelb oder so. Gelb. Okay. Schau mal in alle Fächer da oben. Auf jeden Fall, kleine Philipp bekommt heute den ersten Babybrei. Bekommst du heute deinen ersten Babybrei? Mit welchem Geschmack? Karotte. Nur Karotten? Ja, sicher, man muss schonend anfangen, Schatzi. Nee, Banane ist schwer, oder? Banane ist zu schwer. Nein, ja, ein Babybrei. Wir machen den gleich. Ich mache den jetzt nämlich im Thermomix. Und wenn er fertig ist, zeige ich ihn euch. So mache ich auch ein Gesicht, wenn ich Brokkoli esse. Mama, ja. Ist das Karotte? Ich liebe Karotte. Ich will Babybrei essen. Machst du dir Lara auch ein bisschen Babykarotte geben? Oder Brei? Mmm, das ist gut. Das schmeckt nicht wie Zizi, Mama.
What is this? Das schmeckt sehr lecker. Ein Löffel, die Luisa. Ein Löffel, das Baby. Probieren. Das schmeckt ganz lecker. Willst du auch probieren? Das sind die Babys, Mann. Das sind keine Babys mehr. Alle Babys machen das so. Das ist vom Nuppeln kommt. Die Zunge drückt es automatisch nach aus. Oh mein Gott. Der Kleine hat, wenn es gut kommt, ich glaube, einen kleinen Löffel davon jetzt gegessen. Und den Rest werde ich jetzt einkühlen. Da habe ich da so Diamanten als, wie sagt das? Wie heißt das? Formen, Eisformen? Keine Ahnung, fällt mir jetzt gerade nicht ein. Auf jeden Fall, okay, Mischa, kannst du mir einen kleinen Löffel geben, Baby? Thank you. So, für immer meins. So, ich fülle das jetzt dann um und dann friere ich das ein und dann gebe ich ihm das die nächsten Tage. Schauen wir mal. So stimmt, die hätte ich ja von oben einfüllen müssen, damit ein Diamant wird. Vergesst, es funktioniert halt nur mit Eis, weil da gibt es ein kleines Loch, aber da kriege ich die Karotte nicht durch. Egal, dann sind es halt kleine Pyramiden. Das kommt jetzt ins Gefrierfach und die Tage, wie ihr seht, ich habe ganz viele davon. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 Tage, wenn ich jetzt jeden Tag eins gebe, wahrscheinlich werde ich ihm gar nicht jeden Tag so einen kleinen Dreieck geben, weil, ja. Man kennt, oder? Die Kinder essen ja noch nicht gleich von Anfang an. Aber 5 Monate ist ein guter Zeitpunkt, um damit zu beginnen, finde ich jetzt. Vor allem, wenn das Kind schon so interessiert ist am Essen. Und ich sag's euch, der Kleine schaut uns beim Essen immer so an. Deswegen habe ich mir gedacht, fangen wir mal an. So. Ja, den Nachmittag haben wir jetzt genüsslich im Garten verbracht. Luisa und Lara planschen die ganze Zeit im kleinen Pool. Ist die Sophie jetzt vielleicht da reingesprungen? Ja. Sophie jauchzt. Die Sophie ist nass, gell? Wie soll die Sophie nass sein? Ne, die ist gerade in einen Pool reingesprungen. Weiß ich. Ja, wir haben, also er hat ein bisschen geschlafen, ich habe ein bisschen gearbeitet und die zwei Mädels haben hier im Planschbecken gespielt. Die Hunde sind alle draußen, die Welpen, die großen Hunde. Und ja, wie ihr seht, die Sophie, ich weiß nicht, ob ihr sie seht, aber die Sophie ist gerade in... Oh mein Gott. Die Sophie braucht jetzt definitiv ein Bad. Schaut euch mal ihre Beine an, die sind einfach schwarz. Gell, Sophie? Bella gibt Küsschen. Nee. Sophie! In der Küche wird fleißig gewerkelt. Schaut mal, die Michelle schält Kartoffeln. Michelle, wie läuft's? Machst du das zum ersten Mal? Wem wurde das jetzt? Nicht zum ersten Mal? Cool. Ich hab Papa kümmert. Ach so, wie mit der 3, oder? Auf jeden Fall kümmert sich der Papa um unseren Abendsnack. Es gibt ein bisschen Pommes. Und ich werde jetzt ins Wohnzimmer gehen. Ich zeige euch mal das Wohnzimmer, wie das ausschaut. Weil da hat die Familie gestern angefangen, während ich Elternabend war, Wäsche zu machen. Und ich zeige euch, wie das ausschaut. Ja. So schaut das ungefähr aus. Wie ihr sehen könnt, ein reinstes Chaos. überall ein bisschen was. Bügeln, gebügelt hat der Papa. Die Michelle, glaube ich, gestern so ein bisschen Socken und Unterhosen gemacht. Und dann hier noch das andere Chaos. Ich werde mich da jetzt reinschmeißen und da weitermachen. Ich hatte heute leider keine Zeit, tagsüber das zu machen. Aber ist ja egal. Ist ja nicht davongelaufen, wie ihr sehen könnt. Deswegen werde ich das jetzt machen. Die Mädels sind in der Wanne. Habe ich das schon gesagt? Nein, habe ich noch nicht gesagt. Die Mädels sind auf jeden Fall in der Wanne, na, weil die waren ja jetzt den ganzen Tag draußen im Pool, planschen dies, das und müssen bam. Und ich mache jetzt mal das hier. Thank you.
man sehen kann, haben wir gestern so einen Teil der Wäsche geschafft, aber nicht alles. Ein bisschen hier noch was zum Wegräumen. Und hier steht noch ein ganzer Wäschekorb. Bügeltisch steht auch noch hier. Ja, ist halt viel gewesen. Deswegen müssen wir das heute noch schaffen. Ich und der Papa, wir fahren gleich zum Tierarzt. Oder besser, wir besprechen uns noch, ob wir vielleicht doch lieber am Nachmittag fahren sollen. Euch nehme ich dann aber wieder beim nächsten Mal mit. Das heißt, wir sehen uns im nächsten Vlog, meine Lieben. Und ich danke euch erstmal fürs Zuschauen. Ich küsse euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao.